Hallöchen. Hallo. Hallo. Hi. Hi. Du hast dir echt was vorgenommen heute, oder? Ich glaube auch. Ja. Dein Kleid glitzert so schön, hast dich richtig schick gemacht. Ja. Wer hängt mit Glitzer? Was machst du sonst so? Wie alt bist du? Wie heißt du? Wo kommst du her? Wo willst du hin? Also ich bin 26 Jahre alt. Mein Name ist Claudia und ich komme aus Hamburg. Ich bin Hamburgerin und es ist eine geile Stadt. Ich liebe die Stadt einfach. Und ja, ich habe einen Freund, der ist heute zur Begleitung mit meiner lieben Mama und drücken mir die Daumen, dass ich das schaffe. Job hast du vergessen? Ja, mein Job ist Krankenschwester. Wo denn? Im Wandsbek. Ehrlich? Im Krankenhaus, ja. Oh, toll. Ja, wir sind ganz gespannt. Wir haben extra gerade eine Pause gemacht, um euch diesen Auftritt jetzt vorzubereiten, mental. Ja. Und jetzt feuer mal los. Okay, ich tanze dann erstmal am Burla. Okay. Ich dachte, ich habe ja immer so darauf gewartet, dass du den Schirm so nimmst und so bis zwischen die Beine. Und oh, nee, das ist politisch nicht korrekt. Nee, das ist das nicht kann korrekt. Ich nicht machen. Was ist mit Singen so? Ja, Big Big World möchte ich von Emilia singen. Ja, hören wir uns an. Ja, gib mir den wenn Schirm. Noch was ist, dann kann ich ja noch einen anderen singen. Gib mir den Schirm. Wenn das okay ist. Okay, und ich wollte euch noch was sagen. Ich bin hier, um eine Diva zu werden. Weil das ist einfach mein Traum. Ich kann mir was willst du werden? Eine Diva, eine Performerin. Also ich liebe Britney Spears nicht nur dafür, weil sie einfach. Und jetzt eine Partie Golf? Ich finde, sie ist eine richtige Performerin. Sie ist seit 20 Jahren so im Geschäft. Sie ist eine Performerin. Sie hat nicht nur eine gute. Das war der Probeschlag. Sie hat nicht nur eine gute Stimme und steht wie ein Stock, sondern sie performt. So. Ja, und dann, was ist jetzt? Dieter ist auch ein Performer, weißt du? Ich bin auch Performer. Ich habe ja jahrelang Golf gespielt, aber kann das nicht mehr, das habe ich gerade festgestellt. Habe mich verletzt, hat jemand Pflaster? Tja, Sport ist Mord. Wenn jetzt noch eine Krankenschwester in der Nähe wäre, ist Dieter vielleicht noch zu retten. Alles gut, Dieter. Was? Alles gut. So, hier Krankenschwester. Ja, wo hab ich denn jetzt hier? Wo ist kannst du mal gucken? Ich hab gerade meine Brille. Ach so, Scheiße, das Ding ist. Du, das ist kaputt, das Ding. Ein Pflaster brauchen wir. Nee, hier, ich hab das gar nicht gesehen. Hier, das Ding ist hier vorne voll im Arsch. Mund-zu-Mund-Beatmung eigentlich, oder? Habt ihr was zum Desinfizieren? Aber du bist eine echte Krankenschwester. Ja, klar. Kommen Sie bitte. Komm, mir wird schlecht. Dieter. Es gibt nur eins, womit du wieder fit bist. Schokolade. Schokolade. Ich glaube, ich werde ohnmächtig. Voll im Einsatz dabei. Okay. Big, big. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I do. Miss you much.
okay? Ja, meine Liebe, du hast irgendwie vollen Einsatz gezeigt und du willst es auch unbedingt, habe ich das Gefühl. Aber ich glaube, das ist wirklich eine Illusion. Ich würde dich auch eher so in so einem Stummfilm sehen, als hier nochmal zuhören zu müssen, weil es einfach nicht schön klingt und du, was die Stimme angeht, wirklich kein Talent hast. Also Claudia, Dieter hat körperlich gelitten für dich und wir haben seelisch gelitten. Das hat uns ein bisschen wehgetan in den Gehörgängen. Wenn das hier der super-duper Krankenschwester-Diva-Wettbewerb wäre, dann würden wir dich echt weiterlassen. Aber wir haben so viele tolle Sänger und Tänzer hier schon am Start. Das wäre denen gegenüber doch echt unfair. Das verstehst du, oder? Nee, verstehe ich nicht. Na ja, stimmt. Doofe Frage von mir. Muss es denn unbedingt Gesang sein, Claudia? Dieter, heute ist ein großer Tag. Ach so, okay, alles klar. Das entscheidet mein Leben, ja, das ist mein Traum. Ich weiß, ich bin noch nicht perfekt, aber ich finde, man kann mit mir arbeiten und kein Star war am Anfang perfekt. Wenn man schon ein bisschen Talent sieht, finde ich, habe ich auch meine Chance verdient. Und ihr werdet dann mit mir arbeiten und ich finde, durch Arbeit werde ich auch irgendwann sehr, sehr, sehr gut sein. Und ich werde dann wirklich sehr, sehr viel üben. Ich bin noch kein Profi, ich habe keine Profis um mich. Aber wenn ich euch dann alle habe und mir die Chance gibt, dann kann ich irgendwann ein Profi werden. Vielleicht nicht von heute auf morgen, aber man wird trainieren und ich werde wirklich trainieren. Alles geben. Gib mir noch einmal die Chance im Leben, dass ich einmal es im Leben schaffe. Bitte. Ich gebe dir eine Chance. Wirklich? Ja, klar. Was heißt das jetzt? Von mir aus ein Ja. Aber die drei, weißt du, die würden ja auch ihre letzten Freunde in die Elbe schmeißen, ja? ich mit einem großen Herzen, weißt du, ich komme aus Ostfriesland, die Menschen haben ein großes Herz. Wir gehen gerade für Krankenschwestern, die mir gerade mein Leben gerettet haben, könnte ich dir jetzt niemals ein Nein geben, ja? Aber die, denen hast du natürlich auch nicht das Leben gerettet. Also das ist Moos. Von mir wäre es ein Nein. A, B, C, von mir auch ein Nein. Von mir auch ein Nein. Von mir ja. Ja, ist egal. Trotzdem. Wir Fans von Britney Spears müssen zusammenhalten. Danke. Aber diesen kriminellen Scheiß-Dingsbums, mach da unten irgendwie so ein Ding dran, dass sich da nicht noch jemand verletzt, ja? Danke. Alles dir, Gute. Claudia. Ciao. Tschüss. Danke. Ich finde, dass jeder Mensch eine Chance bekommen hat. Und ich finde das voll gemein, dass ihr berühmt geworden seid, weil Leute haben euch auch eine Chance gegeben. Und jetzt seid ihr berühmt und denkt, ihr seid die Götter, seid ihr aber nicht. Dieter war jetzt diesmal ein bisschen netter, aber die anderen könnte man vergessen. Dankeschön. Bei TV Now findest du alle Folgen auf Abruf und in voller Länge. Alles rund um die Sendung gibt's bei rtl.de.